habe ich dir das letzte Mal schon gesagt? Was denn? Ich finde, du hast eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit Gene Seberg. Nein. Habe ich das letzte Mal nicht gesagt? Nein. Das fiel mir jetzt so auf, wo du so Komm, rauskommst. Ich glaube, wir haben fünf Lecken. Minuten drüber gesprochen. Worüber? Über John Seberg. Wirklich, letztes Mal? Weißt du, was wirklich schlimm hier was ist? Was denn? Dass die Stühle? Dass der Stuhl so festgeschraubt ist. Ja, das ist leider nötig, weil die meisten Gäste klauen. Ah. Es ist das ideale Licht, glaub es mir. Ja? Es ist das ideale Licht. So? Unsere Kollegen von der Beleuchtung haben das genau so ausgenommen, weil die meisten kommen hier und sind nervös und so weiter und rucken erstmal hin und her oder so. Und ganz schlimm ist, wenn so lustige Menschen kommen, die dann Witze mit dem Stuhl machen, ja? Und deswegen haben wir ihn festgeschraubt. Es ist das perfekte Licht. Okay, super. Du hast das nicht nötig, weil du bist jung, du bist schön. Haben wir wirklich fünf Minuten über Gene Seberg gesprochen? Ich glaube, ja. Aber jetzt ist die Ähnlichkeit noch größer. Aber ich habe gerade wieder diesen. Neulich haben wir uns 10 Minuten darüber unterhalten, ob es Abu de Soufflé oder Obu de Soufflé ist von Godard. Aber das ist nicht das Thema. Kennst du den Film? Nee. Außer Atem mit Belmondo. Hast du es mal gesehen? Wir haben wirklich das letzte Mal drüber gesprochen. Entschuldige, aber ich bin einfach alt und vertrottelt. Ich gehe wieder. Entschuldige, aber du kommst aus Wien, du kennst es doch mit alten Männern, oder? Okay. Hol mir die Ehre, küsst die Hand. Ich hoffe, ich habe die Frau Mutter zu verehrt. aber nun Spaß beiseite. Welcher? Ach so, Vera Brüne. Ich muss dich mal fragen, kanntest du Vera Brüne? Hat dir dieser Name noch etwas gesagt vor den Dreharbeiten? Nein. Also ich habe das erste Mal gehört, als ich das Buch bekommen habe. Ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe meinen Vater gefragt, der ein sehr weiser Mann ist und der sich in allem auskennt. Und er kannte das und hat mir das erzählt. Und dann habe ich Vera Brüne selber getroffen noch. Die war noch mal am Dreh, hat euch besucht, ja? Nee, ich habe sie privat getroffen in München. Was war das für eine Frau? War unglaublich, war wirklich unglaublich, war ihr verfallen nach 2 Minuten. Also ich dachte mir so, dieser Frau darf kein Haar gekrümmt werden, da darf nichts passieren. Habe mich furchtbar geschämt für all die bösen Szenen, die wir mit der Tochter hatten in dem Film, also die drin sind, wie dass sie ihre Tochter schlägt, was ja wirklich so war. War das ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen ihr und ihrer Tochter, oder? Ich glaube ja, also ja. Das weiß man nicht, ich denke ja. Ich meine, für die Tochter war es auch nicht einfach, die Mutter war ja die meiste Zeit im Gefängnis. Sonst macht man nicht so eine Aussage. Ja, ja. Und sie war ja dann, glaube ich, 90 Jahre alt, als sie gestorben ist. Sie ist erst vor kurzem gestorben. Im April. Wie hat sie auf den Film reagiert? Ich weiß gar nicht, ob sie ihn gesehen hat. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Und wie fand sie das, also, dass da überhaupt so ein Film gemacht wird über ihr Leben? Ich glaube, das fand sie ganz gut, sonst hätte sie nicht Ja gesagt dazu. Ist so schlimm, wenn man sich so selber hört. Hörst du das? Wie, sie sprechen selber? Ja. Ansonsten wärst du Beethoven. Noch schlimmer ist es, wenn man sich selber sieht, übrigens. Ja. Oh Gott, das ist ganz schön. Hier. So mit dem ich finde, du machst das sehr, sehr, sehr gut. Ja? Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen aus diesem. Das habe ich noch gar nicht fertig gesprochen, aber na gut. Nein, sag, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte nur jetzt, weil du selber. Okay, was war das mit Vera Brüne? Ich weiß es auch nicht, ich habe es auch jetzt schon vergessen. Nein, ich finde auch zum Beispiel dieser Typ, wie du da zurechtgemacht bist. Ich habe auch ein Foto von dir gesehen. Du siehst der Tochter täuschend ähnlich, ja. Wie dich die Maske zurechtgemacht hat. Mit dieser Frisur und so. Steht dir übrigens auch sehr gut. Dankeschön. Ja. Wer ist der junge Mann, mit dem du da im Film jetzt gleich. Kennst du den Ausschnitt, den wir zeigen werden? Nein. Du führst einen Dialog an einem. Max von Pufendorf, findest du. Wer ist Max von Pufendorf? Max von Pufendorf ist ein wunderbarer junger Schauspieler. Und wen spielt er in diesem Film? Der spielt Nils von der Heide. Das war der Journalist für die Abendzeitung damals. Ja. Und der hat sich rangemacht an Stefanie Wirno und hat auch bekommen, was er wollte. Das sehen wir jetzt, oder? Diese Journalistin. Ein kurzer Ausschnitt, bitte. Die Pistole war dann noch in der Hand des toten Schwarz. Was hast du dir ausgedacht, hm? Nur, dass er zu meiner Mutter gesagt hat, ich erschieße dich. Das andere nicht. Das glaube ich dir nicht. Na gut, dann eben nicht. Weißt du, dass deine Mutter dafür lebenslang ins Zuchthaus kommt? Darfst es niemanden verraten. Niemanden. Versprich es. Ein Opfer der Presse. Hat er auch dann ein schlimmes Schicksal, die Tochter im wirklichen Leben. Ist es richtig, du bist Klosterschülerin? Ich jetzt noch? Du warst früher. Ich war Klosterschülerin. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen? Nein. Trugst du so, wie so, nennt man das, Tracht? Nee, wir waren ganz normal angezogen. Wie lange warst du auf der Klosterschule? Ich weiß es gar nicht, ich glaube 4 Jahre oder 5 Jahre. Und du kennst diesen Ruf, den Frauen haben, die auf Klosterschulen waren? Nein.
Du kennst den Ruf nicht oder es ist nicht so? Nein, ich kenne den Ruf nicht. Ja, der Ruf ist, dass diese Frauen dadurch, dass sie so lange dem Fleischlichen entsagt haben, das hinterher im Grunde in 10 Minuten nachholen. Alles. Aber da du es nicht kennst, ist das nicht so. Ja. Ist das nicht so. Du bist nach Berlin gezogen. Warum? Ist ganz doof. Ich habe keine Wohnung gefunden in München. Das gibt's wirklich, nicht. Das ist echt wahr. Ich habe Wohnungen gesucht, das glaubst du nicht. Ich bin immerhin, da standen 100 Ärzte und wollten die gleiche Wohnung haben wie ich. Und dann kam ich an und meinte, so, Grüß Gott, mein Name ist Mavie Hörbiger, ich bin Schauspieler. Und dann kam schon, aha. Diese alten schlimmen Vorurteile. Oh Gott. Ja. Ja. Und dann war es mir irgendwann mal zu blöd. Und in Berlin schmeißen sie die schönen Wohnungen nach. Wirklich? Ja. Ich dachte, das sei alles weg, weil so viele hippe Leute da hinziehen, weil diese Stadt so abgeht. Ja? Die Stadt. Ja, alles klar. Also Berlin, da geht tierisch. Ich kenne viele 60-Jährige, genau, die da hinziehen jetzt, weil das Stadt. Wirklich, weil die sagen, also in Berlin, da muss man jetzt sein, da ist das Leben. Und so. Ist das nicht so? Da gibt es genug Wohnungen? Ich wollte genau in dem Haus, wo ich jetzt wohne, da wollte ich rein, genau in die Wohnung. Und die habe ich sofort bekommen. Wirklich? Ist das so ein Innenstadtteil? Wie heißt es so? Prenzlberg und so? Oder Mitte. Mitte, da wohnt man. Wie teuer ist da der Quadratmeterpreis Miete? Weiß ich gar nicht. Du zahlst einfach pauschal. Genau. Weißt du auch nicht, ob die Nebenkosten schon in deiner Miete inbegriffen sind? Nö. Das interessiert euch junge Dünger nicht, nein. Ihr werft das Geld mit vollen Händen raus! So ist es. Du hast aber recht. Außerdem ist für dich als Schauspieler eigentlich auch nicht so wichtig, wo du wohnst. Bist du eh wahrscheinlich dauernd unterwegs, oder? Nicht dauernd, aber viel, ja. Drehst du schon wieder was Aktuelles? Ja, ich bin gerade aus Wien gekommen und fliege jetzt gleich zurück. Was ist das für eine Rolle, die du da spielst? Auch wieder so eine Tochter, oder? Nee, ich spiele eine Nutte. Sie lachen, ich spiele eine richtige Nutte. Zeitgemäß oder auch historisch? Oder? Nee, zeitgemäß, aber es wird nicht so thematisiert, sondern das wird so in einem Telefongespräch, kommt es dann auch so, oh Gott, irgendwie, das könnte eine Nutte sein. Verstehe. Fernsehfilm? Nein, Kino. Fürs Kino. Mhm. Es war wieder sehr bezaubernd, dich hier bei uns gehabt zu haben. Und das nächste Mal, bitte, gib mir so ein Zeichen. Nicht mit Sieberg, nicht, dass ich damit anfange, weißt du? Aber wenn ich dann sage, du hast eine Ähnlichkeit mit Belmondo, weißt du, es geht richtig bergab. Bis morgen Abend. Guten Abend.